schaut das Zimmer aus am nächsten Tag in der Früh, wenn fleißig gewuselt wird. In ein paar Minuten müssen wir auch schon die Taschen abgeben. Dann geht's zum Frühstück und ja, ein paar Sachen hängen halt noch beim Trocknen, wie es so ist. Die Zahnpastatube wird aufgeschnitten, alles wird ausgenutzt. Ohne Mampf, kein Kampf. Von dem her wird gleich mal ordentlich. Einmal. Für alle, die sich fragen, was wir so essen vor der Etappe. So, Dala, also wir verlassen das Zimmer sehr ordentlich. Heute zum Glück nicht mehr mit Regen, sondern schon wieder mit Sonne. Die Daybags sind schon abgegeben, der Camelback ist aufgefüllt. Und jetzt müssen wir schauen, in welchen Startblock wir einchecken dürfen, sollen, können, müssen. Einige haben schon eingecheckt. Die Zeit läuft, gleich geht wieder das Briefing los. Und ja, das Gewusel ist schon wieder am Rennen. Aber hier ist wenigstens richtig schön viel Platz. Das ist immer gut, aber wenn es zu eng ist, dann kommt man manchmal kaum zum Block. Nico gibt nochmal alles, stylingtechnisch. So, das sind nämlich die neuen Kompressionssocken. Wir stehen im Startblock. Die letzten Minuten laufen. Wir starten diesmal, weil gefragt worden ist, tatsächlich ganz hinten. Gestern war das nicht der Fall, jetzt schon. Deswegen schauen wir mal, wie es uns ergeht. Aber ankommen sollten wir, es sind 2000 Höhenmeter. Gut 2000, ganz genau weiß ich es nicht. Läuft schon. Hier ist das Streckenprofil. Und ich glaube, heute ist quasi die Höhenmeter leichteste Etappe. Und es gibt einen guten Trail, habe ich gehört. Fast 600 Fahrerinnen und Fahrer. Hier auf dem Weg von Livigno nach Bormio. Genießt diesen sonnigen Tag. Nach dem Start ging es dann erstmal auf kompletter Länge durch Livigno durch, inklusive Fußgängerzone. Könnt ihr euch sicher vorstellen, dass es ein bisschen gedauert hat, aber war schön. Dann bergauf. Juhu, es beginnt. Machst du mal guter Dinge. Und ja, der Trail ruft quasi schon, wenn da diese Auffahrt nicht wäre. Alles gut. Party! Es geht schon gut los. Wir haben nämlich noch gar nicht so viel geschafft, aber die Stimmung ist gut. Haben wir die Teerstraße verlassen. Panorama wird besser und besser. Und jetzt müssen wir hoch, hoch, hoch. Noch kleben wir alle ganz schön eng beieinander. Hoffentlich löst sich das noch ein bisschen bis zum Trail. Zu früh gefreut. Da ist der erste Trail und es ist hübsch verstopft. Und da begann dann ein schier endloses Auf und Nieder, wobei es teilweise echt ganz schön steil wurde und die meisten aber sehr brav hochgestrampelt sind, muss man auch dazu sagen. Also es lief einigermaßen, obwohl wir so sehr aufeinander geklebt sind. Von dem her hat es wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich eigentlich jetzt nicht so der Uphill-Trailer bin. Aber da muss man ja fahren, weil man Leute hinter sich hat und dann geht schon irgendwie. Jetzt geht's entlang. Mega Blick, schöner Weg. Und ja, bisher läuft. Kein zu schlimmer Stau, schon mal gut. Und ja, ein bisschen Abstand ist manchmal gar nicht so schlecht, weil wenn eine gute Runterpassage kommen sollte, dann macht es mehr Spaß, wenn man es ein bisschen laufen lassen kann. Aber es geht noch länger entlang, was ich da drüben so sehe. Schwer war die Abfahrt nicht, aber dennoch teilweise so, dass man nach rechts runter schon abstürzen hätte können. Also man durfte sich auch nicht total spielen. Hat in Summe aber richtig viel Spaß gemacht und landschaftlich war es wirklich ein Highlight. Früh gefreut. Jetzt gibt es doch noch ein bisschen Stau. Aber auch okay. Frühstück Nummer 3 muss schließlich auch eingenommen werden und dann geht es halt etwas gemütlicher. Juhu, es geht weiter. Der Grund für den Stau: diesmal kein Trail runter, sondern rauf. So, wir kommen wieder hoch raus. Nimmt das Panorama mit, schöne Trails hier. Heute 2000 Höhenmeter ist zu schaffen. Vorsicht, rechts! Rechts! Sorry. Räumen wir das
fällt von hinten auf. Ist da noch jemand? So, jetzt müsste die Kurve kommen und dann stehen alle, oder? Ja, genau, da fängt's an. Ja, seht ihr, da sind schon alle. Oh nein, was ist denn hier los? Heute ist Wandertag im Trail. Schaut halt einfach mega aus. So, jetzt haben wir Schiebestück, gut im Mittelfeld. Victor Express ist vorne. Victor, sag mal hallo. Hallo. So, bergauf werde ich bescheucht und ich schaue euch die Leute bergab. Verpflegungsstation. Wo geht's nachher weiter? Da lang. So, jetzt wird alles wieder aufgefüllt. Diesmal ist noch relativ viel drin, weil das war jetzt gar nicht so weit. Aber warten muss ich sowieso, also habe ich alle Zeit der Welt, schätze ich mal. So schaut es hier gerade aus. Hier wird gefilmt und gegengefilmt. Das ist wieder aufgetaucht. Yes! Da ist er auch und blödelt noch rum. Jetzt geht die andere Seite hoch, von Livigno aus gesehen. Und dann langsam weiter Richtung Bobbio. Und gleich wird es richtig steil. Puh. Ja, es ist verdammt steil, aber ich hoffe, tretbar. Puh. Einzig Schlimme, es wird erstmal nicht besser. Wow. Eins ist gut an steilen Uphills, die nehmen irgendwann ein Ende, weil dann ist man schneller oben. Und so der Blick nach unten. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja, wer mich sonst kennt, der weiß, ich scheue zwar keine steilen Uphills, aber ich bin auch nicht der größte Freund. Aber im Dirnenlieb Löse geben, zu viel zu schieben, geht halt leider auch nicht. Panorama. Ich glaube, das von der Steilheit her, das bleibt jetzt erstmal so. Ich glaube, jetzt haben wir die steilsten Uphills erstmal geschafft. Jetzt scheint es da rüber zu gehen und dann schon auf den Trail. Was für eine coole Aussicht hier oben. Mega. Ah. So, da wird der Blick noch besser. See vergessen. Die Lösung ist, es geht doch noch bergauf im Trail. Verdammt. Da habe ich mich zu früh gefreut. Jetzt geht es zumindest mal ein bisschen runter.
wunderschöner Ausblick. Mega Blick. Der See ist einfach schön. So steil blau. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Video so gut rüberkommt, aber in echt ist es hier einfach nur richtig gehend traumhaft. Lauter Bisons. Hello, my friend. Ja, da ist ein Fotospot ausgeschildert und die Region lügt natürlich nicht. Das ist tatsächlich ein guter Platz. Hier seht ihr in den Trail rein und Panorama hier wirklich richtig gut und natürlich wieder der See. Damit es beim Warten nicht langweilig wird, haben wir ein bisschen Partymusik aufgelegt quasi. Yes! Der pinke Punkt rockt den Trail. Läuft, läuft. Wow! Das war weit. Beinahe zu weit. Dieser Rollercoaster Trail nach Livigno runter war wirklich ein absolutes Highlight. Der hat so viel Spaß gemacht und zum Glück habe ich da gewartet, weil im Rudel macht es natürlich einfach noch mehr Spaß. Ansonsten ja, fahren wir meistens auch die Teilnehmer eher auf und die meisten können leider nicht ganz so gut runterfahren. Und wenn man halt so hinterher fetzen kann, dann ist es einfach super, super spaßig. Was man aber auch sagen muss, dass die meisten einen brav überholen lassen. Hier hatten wir allerdings gerade ein Negativbeispiel, aber das haben wir gleich mal wieder weggeschnitten. Und da kommen wir jetzt
schon wieder runter Richtung Livigno. Ihr seht auch schon wieder den coolen See, den mega Blick einfach. Und jetzt geht's noch ab zur Verpflegungsstation. Verpflegung 2, es wird gelästert. Nein, Verpflegung 2, es wurde vorher gelästert. Aber wir haben sie erreicht. Alle zusammen diesmal. Sehr schön. Und jetzt muss ich mich ranhalten, weil sonst fahren die diesmal ohne mich los, glaube ich. Melone? So, wir sind wieder alle zusammen oder immer noch alle zusammen. Im Hintergrund seht ihr den See. Und da sind wir gestern in die andere Richtung gefahren. Aber an diesem See entlang fahren kann man auch ruhig zweimal, weil der ist wirklich super, super schön. Schaut mal, hier geht es wieder so einen richtig schönen gemauerten Weg hoch mit mega Blick runter auch ins Tal. Sehr, sehr schön. Die Auffahrt hier ist auch schon wieder steil. Noch geht's aber. Und Panorama, ja, schaut einfach selbst. Wie gut es ausschaut. Die Mauer, die Berge außenrum. Und hier geht's rauf für uns. Bisschen holprig, aber geht schon. Wirklich episch. Nur ein kleines Lackerl, aber sieht halt trotzdem super aus. Vor den felsigen Bergen ist Wasser immer mega schön. Und ich glaube, für uns geht es jetzt bald wieder runter. Dann kommt erstmal Windschatten fahren. Ist nicht so meins. Aber werden wir überstehen. Und dann noch der Trail nach Bormio. Wow, hier ist noch ordentlich viel Schnee. Also die Strecke hier oben entlang ist wirklich, wirklich schön. Gletscher da hinten ist mega. Jetzt haben sie mich alle durchgereicht beim Hochfahren. Und jetzt beim Runterfahren werde ich sie jagen. Crossläufer. Trailläufer. Grazie. So, schönes Panorama. Und da hinten sind wir runtergekommen. Da seht ihr nochmal die Staumauer und der See ist von hier aus noch schöner angeleuchtet. Treffen wir hier noch so Forstautobahnen runter. Naja, aber was soll's, heute hatten wir echt schon ganz gute Trails, da kann man wirklich nichts sagen. Und das Panorama ist schön, hier die Nadelbäumchen, cool. Schaut schon südlich aus. Also alles in allem bisher ein mega Tag und schön langsam geht's dem Ende zu.
ist immer übers Ziel. Große Zieleinfahrt kommt aber, glaube ich, noch mit dem Zielbogen dann. Nico war jetzt sogar vorm Frank, aber das war der Kamera zu viel. Ich habe es, glaube ich, nicht draufkriegen können. Damit ging es dann außer Wertung runter nach Bormio auf der Passstraße. Muss man zugeben, dass es natürlich schlau ist, die Wertung schon vorher zu beenden, dass es einfach auf der Passstraße nicht zu gefährlichen Überholmanövern kommt. Spaß gemacht hat die Abfahrt nichtsdestotrotz, da konnte man sich mal richtig schön den Wind um die Nase wehen lassen und natürlich schon mit der Vorfreude auf die Zielverpflegung. Da sind wir! Yeah! Ujo! Heute ohne Regen macht das Ganze schon viel mehr Spaß. Bikes dürfen wir trotzdem wieder hier am Scott-Stand abgeben, wie jeder, der eben ein Scott-Radl fährt. Und dann müssen wir nichts selber machen. Super, super praktisch. Und dann gibt es erstmal Ham-Ham, Zielverpflegung und Wäsche. Falls ihr jetzt denkt, dass wir den ganzen Tag nur essen und trinken, ja, beinahe. Leider geil, wir sind angekommen. Prost!